8. Dezember 2017, der Eröffnungszug München-Berlin mitten im Thüringer Wald. Zuvor in Nürnberg. Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 8, die VDE 8 Nürnberg-Berlin, wird offiziell in Betrieb genommen. Die neue Strecke ist das größte Bauprojekt in der Geschichte der DB und auch das größte Naturschutzprojekt, das wir jemals umgesetzt haben. Die Fülle von Umwelt- und Artenschutzmaßnahmen macht sie zur grünen Achse. Es ist das Herzstück der deutschen Einheit. Hier schlägt der Takt, hier schlägt das Herz für die Zukunft. Über die Ausbaustrecke erreicht der Zug bald die Neubaustrecke Bamberg-Erfurt. Hier fährt der Zug die Höchstgeschwindigkeit. Viele Menschen sind im Zug, die diese besondere Mitfahrt gewonnen haben. Die Landschaft ist wunderbar, dann der Zug ist super und also ich finde es klasse, gefällt mir gut. Ich habe eigentlich gedacht, es ist eine Abfolge von lauter Tunnels, aber es ist nicht so, sondern ganz im Gegenteil, es ist recht abwechslungsreich durch den Thüringer Wald durch und die schneebedeckten Berge und Hügel, also bis jetzt gefällt es mir sehr. Die Dame hat vorhin gerade gesagt, nur fliegen ist schön, habe ich gesagt, das war einmal. Jetzt ist die Bundesbahn fahren nach Berlin, das Ultimative. Die Fahrt geht über Halle an der Saale. Die Gleise und Bahnsteige sind erst wenige Tage vor der Eröffnung fertig geworden. Die Halloren, die Salzwirker aus Halle in ihren historischen Kostümen, empfangen die Mitreisenden. Die Halloren begrüßen alle Reisenden im ersten ICE von München nach Berlin. Premierengäste aus Sachsen-Anhalt steigen zu. An Bord sind auch viele Mitarbeiter, die an dem Projekt beteiligt waren. Die Historie kriegt man mit jedem Mitarbeiter, mit dem man sich unterhält, mit. Viele haben ja ihr halbes Berufsleben im Projekt verbracht und da springt die Begeisterung direkt über, auch auf die jungen Kollegen. Es war sehr verdichtet. Es war sehr viel Arbeit. Das sieht man nicht nur an den Bauwerken, die man hier in Kurzzeit geschaffen hat, sondern es war sehr kurzweilig und damit sehr spannend. Also wir hatten eine tolle Zeit. Das erfüllt mich immer wieder mit Stolz, wenn man sieht, dass sowas funktioniert, dass so viele Kollegen gut zusammenarbeiten, dass wir solche großen Themen gewuppt bekommen. Das macht mich immer ganz stolz. Der Eröffnungszug nähert sich seinem Ziel, die Fahrt über 623 Kilometer in rund 4 Stunden ihrem Ende. Ankunft in Berlin. Ein feierlicher Moment. Die Kanzlerin würdigt das Erreichte. In der Tat feiern wir heute den Abschluss eines wirklich bahnbrechenden Verkehrsprojekts, das seinesgleichen sucht. 230 Kilometer Neubaustrecke, 270 Kilometer Ausbaustrecke, 27 Tunnel, 37 Talbrücken und 4.500 Mitarbeiter. Ich durfte erst Herrn Drescher kurz kennenlernen. Ich sage danke dafür, dass Sie die 10 Milliarden Euro gut umgesetzt haben in etwas, was Menschen besser miteinander verbindet. Es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn es dann funktioniert hat. Und ich bin stolz auf meine Kollegen und Mitarbeiter, dass wir das gemeinsam in der Zeit hingekriegt haben und dazu beitragen können, dass die Deutsche Bahn wieder ein attraktives Produkt hat.